wird dieser neue Horrorcharakter WWE revolutionieren. Sein Darsteller ist davon schon einmal überzeugt. Glückwunsch, Bruder. Wir haben das Wrestling für immer verändert, schrieb Bray Wyatt nach der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW an einen Mann, der entscheidend dazu beitrug, die Showcamp-Fans in Begeisterung und gespannte Erwartung zu versetzen. Eben dieser Mann hat danach in einem längeren Facebook-Post einige Hintergründe zu dem bei RAW präsentierten Schockvideo enthüllt, in dem sich Wyatt von einem nur scheinbar harmlosen Kindershow-Moderator in einen dämonisch-vogelhaften Horrorclown verwandelte. Der Schöpfer von Wyatts Maske liefert damit selten aktuelle Einblicke in das Räderwerk von WWE und in das enorme Maß an Herzblut, das der 31 Jahre alte Wyatt in seinen Neustart investiert hat. Bildergalerie: The Rock, John Cena, Batista, WWE Wrestler als Hollywood Filmstars 39 Bilder. Bray Wyatt, du hast meine Karriere gerettet. Er hat mich angerufen und mit kindlicher Begeisterung eine lange Liste von Beschreibungen und Konzepten vorgetragen, hat meinen Messenger überflutet mit Bildern und Skizzen, berichtet Kyle A. Scarborough, ein Tätowierer und Illustrator aus Washington im US-Bundesstaat Missouri. Wyatts Gedanken seien, um es milde zu formulieren, so verrückt wie sein Charakter. Der Maskenentwurf sei dann auch auf dem Schreibtisch von WWE-Boss Vince McMahon gelandet und hätte entscheidend dazu beigetragen, dass Wyatt grünes Licht für seinen Charakter bekommen hätte. Skulptiert hätte die Maske dann Jason Baker, ein Schüler von Splatterfilm-Legende Tom Savini. Gemeinsam hatten sich die beiden bei WWE unter anderem schon durch die Gruselmasken von Wyatts Ex-Partner Eric Rowan verdient gemacht haben, und auch um die aktuelle Maske von Corey Taylor von der Metalband Slipknot. Savini war in Hollywood verantwortlich für das Make-up in Freitag der 13. und viele andere Genrefilme, spielte auch in vielen davon selbst mit, unter anderem war er Sex Machine in From Dusk Till Dawn. Tom Savini, er an der Seite von Genre-Ikone Bruce Campbell, Evil Dead, Urheberrecht Getty Images. Nach Scarboroughs Angaben hätte Wyatt ihm schließlich voll Begeisterung über das fertige Kunstwerk geschrieben, das er mit dem Entwurf dazu seine Karriere gerettet hätte. WWE-Karriere geriet ins Stocken. Tatsächlich war die Laufbahn des früheren WWE-Champions zuletzt ins Stocken geraten. Vor seiner Wiederkehr war er als Tag-Team-Champion an der Seite von Veteran Matt Hardy nur noch Nebendarsteller. Der Sohn von WWE-Legende Mike Rotunda, Irvin R. Schuster, hat nun aber offensichtlich noch einmal dasselbe Maß an kreativer Energie in seinen Neustart gesteckt, das er schon bei der Schöpfung des ursprünglichen Wyatt-Charakters gezeigt hatte. Basierend auf der Robert De Niros Filmfigur Max Caidi, gab der Angst, die bei WWE schon für das legendär und vollendete 90er-Jahre-Gimmick Violon Mercy Pate stand, schuf er damals die Rolle eines unheimlichen Südstaaten-Kultführers. Wyatt mixte unzählige weitere Elemente aus der Horrorkultur hinein, bediente sich unter anderem bei Autor H.P. Lovecraft, bei Der Exorzist, Der Spinnengang oder auch bei Steve Buscemi's Serienkiller-Charakter aus Con Air, He's Got the Whole World in His Hands, Firefly Funhouse, ein detailverliebtes Horrorkunstwerk, die vierteilige Videoreihe Firefly Funhouse, mit der er sich nun neu erfand, glänzte nun auch wieder durch eine Detailverliebtheit und ein Anspielungsreichtum, das um Welten über dem gewohnten WWE-Standard schwebt. Wyatt präsentierte sich als vermeintlich von allen bösen Umtrieben geläuterter Moderator einer Kindershow, erinnernd an das Playhouse von Pee-wee Herman oder auch Blue's Clues, durch den dann doch immer wieder sein psychopathisches Alter Ego durchschimmerte. In der Transformation einer Kinderfigur zur clownesken Horrorgestalt klingt Stephen King's S an, dem Wyatt schon seinen Spitznamen Eater of Worlds entliehen hat und das für WWE in den 90ern schon als Vorbild für den ursprünglich bösen Clown Doink diente.
Der 2013 verstorbene Matt Bourne spielte bei der früheren WWF den bösen Original Dwayne. Urheberrecht WWE White verarbeitete zuletzt auch Versatzstücke aus der Traumatherapie, die Bezeichnung des Funhouse als Special Place und diverse seiner Aktionen dort sind typische Behandlungselemente, und aus Vampirmythen, die immer wiederholte Formel, Let Me In, spielt darauf an, dass die düsteren Wesen fremde Häuser der Legende nach nur dann betreten können, wenn sie hereingebeten werden. Man darf gespannt sein, was der neue, noch düsterere Bray Wyatt entfesseln wird, nachdem die WWE-Boss ihm Einlass gewährt haben. Let's Block It's Why.